So, bevor das Video startet, melde ich mich mal kurz aus dem Schnitt. Irgendwas funktioniert nicht mit dem Schnittprogramm. Ich habe jetzt irgendwie 20 Minuten Film und das Bild bleibt einfach stehen. Der Ton läuft, aber das Bild bleibt überall stehen. Ist überall so. Dann nehme ich mal Also, so. ich kann hier vorspielen, was ich Herzlich will, und das willkommen. Bild bleibt immer stehen. Das heißt, ich kann jetzt nur das reinschneiden, was ich jetzt verwenden kann. Also, die Hälfte geht irgendwie. Aber jetzt fehlt halt, keine Ahnung, 4/5 vom Video. Aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. In diesem Sinne, guten Morgen, Leute. Mich hat es auch erwischt mit der Krankheit. Ich glaube einfach, Klaus hat mich angesteckt. Was hier mal passieren kann, ist ja auf jeden Fall übel scheiße. Weil jetzt ist einmal gut gelaufen und dann kommt der nächste Rückschlag. Ist einfach scheiße. So, das nervt mich übelst. So, in diesem Sinne bin ich wieder vor der Kamera. Es ist jetzt schon Montag, also 3 oder 4 Tage später seit dem letzten Video. Mich hat es jetzt auch erwischt. Ich war jetzt ein bisschen erkältet. Eigentlich ging es mir nie schlecht, aber ich war eigentlich nie in der Lage, Rad zu fahren. Heute werde ich mal ein bisschen attackieren, KB fahren, mal schauen, wie es läuft. Einfach mal ein bisschen angreifen. Das Wetter ist gerade hier für Mallorca-Verhältnisse gar nicht gut. 11 Grad die ganze Zeit nur seit 3 Tagen. Und immer so bewölkt. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt nur von der KB. Mal schauen, wie es läuft. Und dann kann ich ja weiter schauen, ob ich die nächsten Tage attackiere. Ab geht der Peter. Schon mal so einen geilen Typen gesehen. Da habe ich noch ca. 10 Kilometer, dann haben wir schon wieder geschafft. Ich habe jetzt noch schnell mein Rad geputzt, dann fahre ich jetzt heim, noch 100, 500 Meter oder so. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum nächsten Tag. Heute ist es wieder relativ frisch, 11 Grad. Ich mache mich jetzt aufs Rad, heute stehen 2 Stunden circa an. Ich fahre wieder so ein bisschen, um zu schauen, wie die Beine waren. Gestern war der Puls ein bisschen hoch, aber nicht schlimm. Heute schaue ich, wie gesagt, wie es läuft und dann schaue ich, dass ich dann noch mal einen gescheiten Dreierblock fahre, damit es sich noch lohnt hier. Auf der Insel. Das ist jetzt der Plan. Ich denke mal, wenn nichts klappt, schneide ich heute noch das Video fertig und dann seht ihr das quasi heute noch. Was steht bei dir heute an, Kumpel? Ich fahre heute 4 Stunden. Mal schauen, wie die Beine sind. Mit Intervall. Nee, ohne, warte mal. Ganz Endlich. entspannt. Ruhig. Viel Spaß. Okay. Da muss wohl wer seinen Akku aufladen, wa? So, ich habe das Training fertig. Jetzt heißt es erstmal wieder regenerieren. Soll ich beantworten jetzt noch Instagram fragen, bevor das Video zu Ende ist? Luca MTB fragt, wie warm ist es bei euch? Kann man kurze Hose fahren? Anfangs war es richtig warm, so teils über 20 Grad, manchmal 24 Grad. Da konnte man natürlich kurz hosenbeinig fahren, einmal sogar kurzärmlich. Aber jetzt die letzten Tage ist das Wetter eher so ein bisschen, ja, nicht so warm. Aber wenn man ein harter Typ ist, kann man natürlich auch mit kurzer Hose fahren. Arthur fragt, wie macht ihr das mit der Rückreise und Corona-Test? Das ist eine gute Frage. Und der Klaus bleibt jetzt noch eine Woche länger. Aber ich fahre jetzt am Freitag zum Doc und da kann ich so einen Antigen-Test machen. Und der reicht dann aus als quasi Test, wenn er negativ ist. Und da musst du dich noch bei so einer App anmelden, eigentlich so wie bei der Einreise nach Spanien, nur für Deutschland. Und kriegst so einen QR-Code und die informieren dann wieder ans Gesundheitsamt. Dann noch Robert. Wie läuft es bis jetzt? 3 Blöcke schon durch. Bis auf die Erkältung lief es eigentlich relativ gut. Rick Erhardsson fragt, probierst du auch mal den Freirollen-Stundenweltrekord? Das war nicht nur eine verrückte Idee, weil wir in Quarantäne waren. Aber ob ich das da mache oder so, weiß ich noch nicht. Brauche ich auf jeden Fall einen größeren Gang. Dann geht wahrscheinlich auch mehr. Kann man, wenn man 16 ist, noch in den Radsport einsteigen und was erreichen? Ist eigentlich nie zu spät zum Anfang. Man sieht ja jetzt hier die perfekten Beispiele wie die Remco oder so oder Roglic. Alle später anfangen oder noch was erreichen können. Deswegen immer ausprobieren. In diesem Sinne war es auch das vom Video hier. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Tut mir leid, dass jetzt nichts kam. Aber ja. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, wir sehen uns.